Online-Gäste. Quickie. Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik. Und ihr hört einen Hinweis in eigener Sache. Du brauchst noch Kennziffern für die Broschüre? In deiner Präsentation fehlen noch Statistiken? Für den Pitch willst du unbedingt Mediendaten? Kurzum, du brauchst Zahlen, Daten, Fakten? Tippe jetzt ein. www.socialmediastatistik.de. Eine kostenlose Sammlung von Statistiken für Social Media und Netzkultur. socialmediastatistik.de. Dein Statistikpool. Okay, jetzt ist es passiert. Fintech N26 ist ein Einhorn. Alles klar. Brauche ich noch weitere Informationen rausgeben? Eigentlich nicht, ne? Ja, doch, ein paar vielleicht schon. Also N26 oder Number 26 ist ein deutsches Fintech-Unternehmen, also eine Online-Bank an der Stelle ganz konkret. Da könnt ihr euch auch ganz normal anmelden, Konto anlegen, kriegt auch ganz normale Big IBAN-Zahlen, all sowas. Das ist dahingehend eigentlich kein großer Unterschied zwischen den Banken, zwischen diesen Fintech-Unternehmen und halt klassischen Banken. Nur in dem Fall hat Number 26, ich spreche hier Mitte Januar, eine Finanzierungsrunde von 300 Millionen US-Dollar einstreichen können. Und damit steigt das Unternehmen auf Anhieb mit einem Wert von knapp 3 Milliarden, also genauer gesagt 2,7 Milliarden US-Dollar, zu einem der wertvollsten deutschen Bankenhäuser auf. Fällt damit auch in die Regel der Einhörner. Einhorn bezeichnet an der Stelle im Finanzwesen einfach ein Startup-Unternehmen mit einer Bewertung über 1 Milliarde US-Dollar. Und warum ist das jetzt eigentlich erwähnenswert? Zum einen, weil die Fintech-Branche Deutschland, da schreit ja jeder Politiker gefühlt auch auf Lokalebene danach, wir brauchen Startups, wir brauchen dieses und jenes. Aber zum einen, Deutschland ist nicht gerade ein ladendes Land für Startups. Lasst euch das von mir gesagt sein. Ich habe schon 2 Unternehmen gegründet und ich finde nicht gerade, dass Deutschland dahingehend sehr Startup, sehr unternehmerfreundlich gestaltet ist. Also insofern, wir machen es uns selbst irgendwie ein bisschen schwer mit der ganzen Situation. Aber wir haben einen gut funktionierenden Bereich. Dieses ganze Fintech-Branche ist in Deutschland eigentlich gut am Laufen. Also wir haben N26, wir haben die Fedor Bank, wir haben sonst was für Startups in Deutschland, die in diesem Fintech-Bereich unterwegs sind. Einer meiner Kolumnisten bei socialmediastatistik.de, der ist auch im weitesten Sinne für Fintechs mit zuständig. Also der unterstützt, berät dort und fördert diese Unternehmen und hat mir auch erzählt, dass es davon einige gibt. Das könnt ihr euch auch gerne bei Lennart Fintech und Origins bei dem Quickie nachhören. Ich verlinke das dann auch gerne in den Shownotes, wenn ich dran denke. Und für mich ist es eigentlich nur wichtig, diese Anmerkung, ja, N26 ist jetzt ein Einhorn, also schöne Sache, für die auf jeden Fall. Aber was heißt das eigentlich in der Realität? Müssen jetzt die Sparkassen, Volksbanken und die ganzen kommerziellen Bankinstitute ihre Existenz fürchten? Bezweifle ich jetzt irgendwie. Denn N26 ist halt eben keine Filialbank und viele Leute möchten schon noch klassische Filialen haben, wo sie hingehen können. Das, denke ich, wird jetzt nicht komplett aussterben. Nicht umsonst hängen wir Deutschen ja auch am Bargeld. Zumal ja auch die N26, da hast du, ich glaube, im Monat 3 Abhebungen von anderen Bankautomaten kostenlos mit dazu. Also die sind auch abhängig von der Infrastruktur anderer Banken. Insofern wird das jetzt nicht disruptiv gestört werden. Aber worüber sich die klassischen Banken, denke ich, auf jeden Fall Gedanken machen sollten, ist klassisch Digitalisierung. Und da schaue ich vor allem in eure Richtungen, liebe Volksbanken, liebe Sparkassen, die ihr ja regional organisiert seid. Ihr seid im Grunde KMUs. Ihr seid kleine und mittelständische Unternehmen in der Regel. Ihr seid zwar eingebunden in dieses Genossenschaftsprinzip in so größere Strukturen, aber schlussendlich seid ihr ein kleines bzw. mittelständisches Unternehmen. Und das heißt, für euch ist die Digitalisierung auch keine so extrem einfache Sache. Und da kann ich eigentlich nur die Empfehlung aussprechen, lasst euch beraten, wartet nicht zu lange. Die Digitalisierung ist da. Alles, was diesen unsäglichen 4.0-Titel irgendwo hinten dran hat, ist da. Das geht jetzt auch so schnell nicht mehr weg. Insofern, N26 sollte für alle Banken so ein bisschen der Weckruf auch mit sein, um einfach mal in Fahrt zu kommen. Und mein Weckruf an euch, liebe Online-Gasse da draußen, wäre Meinung. Fintechs, Startups, seid ihr in dem Bereich unterwegs? Was interessiert euch da? Soll ich da vielleicht auch mal über was anderes reden? Soll ich Lennart vielleicht mal wieder einladen, dass wir ein bisschen fachsimmeln können über Fintechs?
schreibt mir einfach einen kurzen Kommentar. Alle Details finden sich bei onlinegeister.com oder der-seminar.de. Mein Name ist Christian, hat mich gefreut. Bis bald.